Das ist Jenny. Jenny spielt Handball. Und das auch noch super erfolgreich. Jenny ist mehrfache Nationalspielerin, ehemalige Kapitänin bei Bayer Leverkusen und echte Führungsfigur. Läuft bei Jenny. Hey, was ist los? Ist doch so. Okay, Jenny hat ihre Karriere mittlerweile beendet. Aber dafür ist sie jetzt erfolgreiche Jugendtrainerin in Leverkusen. Handball ist für mich alles. Handball ist mein Leben. Ich habe es vom Hobby zu meinem Beruf gemacht. Ich bin jetzt Trainerin. Und ohne Handball könnte ich mir ein Leben nicht vorstellen. Angefangen hat für Jenny alles in Berlin. Zwar nicht in dieser Halle, aber bei dieser Dame, Frau Hermenau. Sie leitet eine Handball-AG für Mädchen an der Karl-Humann-Schule. Frau Hermenau kommt eigentlich vom Verein Pro Sport 24. An Schulen ist sie aber auch gern und trainiert den Nachwuchs. Und das seit 30 Jahren. Ich liebe den Handballsport von ganzem Herzen, habe selber mal viele Jahre gespielt, möchte Kindern frühzeitig diese Sportart nahebringen. Steile These. Die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Vereinen ist echt super. Für Schulen, weil... Das ist eine sehr erfolgreiche Kooperation bisher. Wir nutzen die Erfahrung, die die Kinder dann gesammelt haben bei unseren Schulmannschaften, bei außerschulischen Wettbewerben und sind sehr froh, dass diese Möglichkeit uns geboten wird. Und für Vereine? Wir gewinnen fast 80% unserer Kinder über die Schularbeitsgemeinschaften und das ist eine ganz tolle Sache. Und auch für die Kinder. Ja, Handball macht mir richtig viel Spaß. Ich finde es hier total gut, weil Frau Hermenau auch ziemlich nett ist. Durch die AG habe ich wirklich meine Sportart entdeckt. Und so funktioniert das Programm Schule und Sportverein. Erstmal braucht es die Kooperationspartner. Schulen können auf Vereine zugehen oder die Vereine gehen auf Schulen zu. Es gilt, alle können mitmachen. Jede Sportart, jede Schulform, jeder Bezirk. Dann einigen sich die Partner auf einen Termin und Ort, an dem die AG stattfinden kann. Jetzt kann die Förderung beantragt werden. Die Schulleitung unterschreibt, der Verein reicht den Antrag ein. Für die Übungsleiterinnen und Übungsleiter, die an der Schule die AGs machen, gibt es dann auch einen finanziellen Zuschuss. Das sind 30 Euro für 90 Minuten. Sobald der Antrag bewilligt wurde, kann es auch schon losgehen. Erfunden wurde das Programm vom Landessportbund Berlin und seiner Sportjugend. Das Programm ist tatsächlich eins unserer wichtigsten Programme. Wir erreichen damit Kinder, die wir sonst nicht erreichen, weil wir nämlich dahin gehen, wo Kinder sind, in die Schule. Und wir schaffen es dadurch, Kinder in Bewegung zu bringen und idealerweise dann auch in den Sportverein. So hat das auch mit Jenny vor rund 30 Jahren funktioniert. Ist sie nicht süß? Ja, ohne die AG bei Frau Hermenau wäre ich wahrscheinlich nie beim Handball gelandet. Und ich bin einfach so dankbar dafür und ich habe so viel gelernt für meinen ganzen Lebensweg auch und für meine Handballkarriere. Und sonst würde ich wahrscheinlich nicht hier stehen. Und das Beste zum Schluss. Nicht jeder muss ein Vollprofi wie Jenny werden. In rund 30 Jahren Programm wurden hunderttausende Kinder bewegt. Und darum geht es ja eigentlich.